meiner Sicht ist die EEG-Novelle ein akzeptabler Kompromiss für alle Beteiligten. Das merke ich daran, dass letztendlich von jeder Richtung gestöhnt wird. Die Entwickler stöhnen, die Hersteller stöhnen, die Investoren stöhnen. Alle haben so ihre Problemchen mit der Novelle, was für mich ein ganz gutes Zeichen ist. Ich glaube auch, dass das Ganze erfolgreich umsetzbar ist. Sprich, mit der Direktvermarktung und den neuen Förderhöhen wird das Ganze funktionieren. Abzuwarten bleibt, was ab 2017 mit dem Ausschreibungsverfahren passiert. Da könnte es sein, dass gerade die kleineren Parkbetreiber, also auch Bürgerwindparks, eher im Nachsehen sind. Der deutsche Offshore-Markt wird wachsen. Die angestrebten 6,5 Gigawatt, die nun von der Politik verabschiedet wurden, werden erreicht werden. Wir sehen sogar ein Wachstum, was darüber hinausgeht. Etwas über 7 Gigawatt, was wir Ende 2020 erreicht haben werden. Die Windmesse in Hamburg hat eine große Bedeutung für Hamburg. Sie stärkt den Standort, der ja schon heute sehr stark von der Onshore-Industrie geprägt ist. Die Onshore-Industrie ist hier in Hamburg gut vertreten. Und was schön ist, dass die guten Logistikmöglichkeiten, die wir hier in Hamburg haben, gepaart werden mit der Kompetenz, die es gibt. Und gleichzeitig freue ich mich, dass in Husum immer noch in dem jeweils anderen Jahr auch eine nationale Messe stattfindet. Mein Name ist Lars Quandl, ich bin Leiter erneuerbarer Energien bei der HSH Nordbank.